Achtung, Tapas Express. Schon wieder Spanisch. Ey, nur vom Feinsten. Papas fritas, Tomaten, Oliven, Ensalada. Gib mir mal den Salat, das wird mir sonst zu fett. Zu fett? Hör mal, das ist die Küche meiner Heimat, das ist nicht zu fett, ja? Das ist Olivenöl. Na, dann achte mal auf deine Hüften, du hast ganz schön zugelegt. Findest du? Wo ist eigentlich Jan? In der Gerichtsmedizin. Sag mal, könnte ich vielleicht den Salat haben? Nee, wo ist Hajo? Mahlzeit. Wenn man vom Chef spricht. Deiner? Ja. Ist jemand gestorben? Es muss nicht gleich jemand gestorben sein, wenn man Krawatte und Anzug trägt. Leni hat heute einen besonderen Tag. Sie bekommt den PIN. Den Preis für investigativen Nachwuchsjournalismus. Dann kann der Papa nicht mit Lederjacke und Jeans erscheinen. Hat Leni die Krawatte ausgesucht? Nee, ich. Darf ich was sagen? Nee, darfst du nicht. Bisschen poppig. Und tschüss. Wie alt ist das Häschen eigentlich? Vergiss es. Viel zu reif für dich. Eine reife Frucht schmeckt am besten. Erfahrung. Sag mal, hast du den Anzug aus der Reinigung geholt? Hab ich. Ich werde da sein, kannst dich drauf verlassen. Mit der Straßenbahn. Ein bisschen feiern wird dort drin sein. Oder sind deine Freunde alles politisch korrekte Mineralwassertrinker? Na, das beruhigt mich ja. Bis dann. Tschüss. Sag bloß nicht, dass was reingekommen ist. Das würde mir gar nicht in den Kram passen. Mir auch nicht. Ich würde gern früher gehen. Ich habe Benny versprochen, mit ihm mal Bötchen zu fahren. Sag mal, du hast doch Geschmack. Wie findest du die? Hm? Ist okay. Was heißt denn, ist okay? Naja, passt schon. Und wenn geballert wird, nur in die Luft. Ist das klar? Komm her. Zur Haltestelle fahren. Du musst ja nicht sofort zu Benny? Es liegt auf dem Weg. Außerdem ist Hertha bei ihm. Wie kommt er denn mit eurer Haushälterin zurecht? Super. Er ist ein Leipziger Original. Die hat Benny und mich voll im Griff.
Sicher auch nötig bei euch beiden. So. Na? Wie sehe ich aus? Ja, dann. Dann gehen wir mal. Sag mal, du und Benny, habt ihr euch inzwischen gut eingelebt? Ja, ganz gut soweit. Ich stell mir das schwer vor. Berufstätiger Mann mit Kind. Ach komm, Frauen schaffen das auch. Außerdem hattest du es nicht ähnlich mit Leni? Wieso? Naja, ich dachte nur wegen deiner Frau. Ach so, ja. Petra starb, als Leni schon aus dem Krebsen raus war. Schau mal ins Handschuhfach da unten rechts. Rechts? Na, ich weiß, wo rechts ist. Die rechte, die könnte passen. Ja, und wozu zwei? Naja, die eine für die eher dunklen Jackets und die andere für die eher hellen. Ich find's rührend, dass Hajo sich für Leni so schick macht. Na, stimmt. So viel Mühe hab ich mir noch nie mit dem Date gemacht. Was? Du kommst ja schon im Präsidium an keinem Spiegel vorbei, ohne dich ausgiebig zu betrachten. Moment mal. Also du meinst, ich bin eitel? Na, das ist doch schon Präsidiumsgespräch. Was? Zum Beispiel morgens im Auto. Was im Auto? Na, wie du stundenlang vom Rückspiegel deine Frisur und deinen Kragen checkst. Hör mal. Alvarez? Ja? Einen Moment, bitte. Bewaffneter Raubüberfall, ein Juwelier am alten Markt, Schusswaffengebrauch und es gibt einen Schwerverletzten. Zimmermann? Ja, ich übernehme die Fahndungsleitung. Ich brauche eine Totalabsperrung und lösen Sie sofort Ringfahndung aus. Ich fahre jetzt zum Tatort. Ich bin über Leipzig 2001 zu erreichen. Okay, gut. Auf geht's. Lass mal Drausch in Ruhe? Ja, der soll feiern. Wir werden das Kind schon schauen. Zieh den Mantel aus. Wir nehmen die Bahn. Was? Du hast sie doch nicht mehr. Zu Fuß kommen wir nicht weit. Komm. Thank you.
Früher hat das meine Frau gemacht. Ja, und jetzt muss Leni. Nee, ich trage diese Dinger nicht. Nur heute, ausnahmsweise. Sag mal, kann ich dich mal was Persönliches fragen? Ja. Hast du dich in der Zwischenzeit eigentlich mal wieder verliebt? Oh, Scheiße. Jetzt habe ich auch die Brieftasche vergessen. Jetzt musst du mir Geld leihen. Ach, du. Den sehe ich auch nicht wieder, oder? Quatsch, danke. Die Bahn. Tschüss. Tank, nach Plagwitz bitte. 3,45 €. Sie wissen aber schon, dass das hier eine Straßenbahn ist und keine Wechselstube. Ja, tut mir leid, ich hab's nicht anders. Halt! Mensch, die Blumen! Das hätte noch gefehlt, danke. Ihre Fahrscheine, bitte. Wir waren so in Eile. Wir haben völlig verschwitzt, die Fahrkarten zu lösen. So, da muss ich von Ihnen eine erhöhte Beförderungsgebühr in Höhe von 60 Mark erheben. Ja. Pro Person. Ach, natürlich. Herr Dams Senior sitzt noch drin und wird vom Notarzt behandelt. Ich rede mal mit dem Vater. Herr Dams? Herr Dams? Zimmermann, Soko Leipzig. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Fragen sehen. Okay. Was hatten die Täter an? Der kleine von beiden, der geschossen hat, trug einen Ledermantel, schwarz. Der andere, etwas größer, einen grünlichen Parker. Und worin haben Sie die Beute verstaut? In einer Tüte. Nein, Tasche. Aus Leder. Welche Farbe? Schwarz. Fällt Ihnen vielleicht sonst noch irgendwas ein? Mhm. Danke. Ach ja, der geschossen hat, muss sich die Hand verletzt haben. Aha, welche? Die linke. Er hat sich wohl an der Vitrine geschnitten. Okay, das war's erstmal. Vielen Dank. Mhm. Halten Sie mich auf dem Laufenden. So, Ihre Quittung. Danke. Petzold? Matthias Petzold. Ja. Nein, das ist ja ein Hammer. Wie lange ist das her? 30 Jahre? Ach, was, 35? Hajo Trautschke, Sportkollege. Früher im selben Verein geboxt. Wolfgang, Arbeitskollege. Tag. Oh, haben Sie sich verletzt? Das ist nur ein Kratzer. Der Professor. Wir nannten ihn mal den Professor. Ja, dachte immer 4 Schläge voraus. Ließ die anderen sich müde boxen. Wenn keiner mehr mit ihm gerechnet hat, da tauchte er plötzlich wieder auf. Wie heute. Bist du in der Versicherungsbranche tätig? Nein. Meine Tochter kriegt einen Journalistenpreis. Sind viele wichtige Leute da. Tochter hast du auch? Ja. Leni heißt sie. Und du? Naja, weißt du, ich war nie auf Familie abonniert. Sag mal, wohnst du hier? Wollen wir uns nicht mal treffen? Bier trinken? In alten Zeiten quatschen? Ich bin nur auf der Durchreise, leider. Und? Was machst du so beruflich? Polizist. Bulle. Nina, in der Max-Beckmann-Straße sind 2 Männer gesehen worden, auf die unsere Beschreibung passt. Parker und Ledermantel. Ja, die waren zu Fuß unterwegs? Ja.
Sag mal, würdest du, wenn du so eine dicke Nummer durchziehst, zu Fuß flüchten? Naja, vielleicht hatten sie kein Geld für ein Auto. Vielleicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie weiter weggeparkt. Damit es dann auch schön viele Zeugen gibt, die sehen, wie sie zu ihrem Auto rennen? Würdest du das machen? Vielleicht Dilettanten. Ich meine, heutzutage ist es schwer, gutes Personal zu bekommen, ne? Komm mal mit. Was ist denn los? Probieren wir auf einer Offenheit. Ina! Wusstest du das? Weil ich einfach wahnsinnig klug bin. Tja, so bin ich dann zur Polizei gekommen. Absolut. Ich guck mal, was da los ist. Liebe Fahrgäste, gedulden Sie sich einen Moment. Es geht gleich weiter. Scheiße. Ruhig bleiben. Und das wegen uns. Verlier jetzt nicht den Kopf. Was ist denn da los? Straßensperre. Ist da eine Meldung durchgekommen? Kriminalhauptkommissar Trautschke. Ich würde gern den Grund für die Absperrung erfahren. Zwei Leute haben Juwelierladen überfallen am alten Markt. Ist da eine Täterbeschreibung durchgekommen? Der eine trug einen Ledermantel, der andere einen Parker und einer hat eine Schnittwunde an der Hand. An der linken? Ja. Sie machen jetzt Folgendes. Sie öffnen die Türen und lassen alle raus. Das ist nicht erlaubt. Fahrgäste dürfen nur an den dafür vorgesehenen Haltestellen aussteigen. Das ist ein Notfall. Öffnen Sie die Türen. Jetzt möchte ich doch mal bitte den Ausweis sehen. Bitte öffnen Sie die Türen. Wenn Sie sich ausweisen. Hören Sie, ich habe meinen Ausweis im Büro vergessen. Also jetzt machen Sie keine Umstände und öffnen die Türen. So läuft der Hase. Eine Extrawurst. Sie bleiben hier drin, wie die anderen auch. Da können Sie noch so feinen Anzug tragen. Was quatscht denn mit dem so lang? Der hat was gemerkt. Mach jetzt nicht die Pferde scheu. Ist okay. Kann ich mal bitte Ihr Telefon haben? Sie sehen doch, dass ich telefoniere. Sie können gerne meins haben. Danke. Mach endlich was! Ina! Ich habe das Kennzeichen überprüft. Wagen ist geklaut. Zimmermann? Hallo Leni, ich bin's. Ich muss dir leider sagen, dass es etwas später wird. Da war ein Überfall und hier ist alles abgesperrt. Hajo, ich bin's, Ina. Ich weiß, Leni, aber was soll ich machen? Die lassen niemanden aus der Straßenbahn. Hajo, was ist los? Kannst du nicht reden? So ist es, aber ich tue mein Bestes. Hat das was mit dem Überfall auf den Juwelierladen zu tun? Ja, natürlich. Verlass dich drauf. Ich werde dich doch an deinem großen Tag nicht im Stich lassen, oder? Halt die Ohren steif. Du auch? Nein. Hab ich mir anders überlegt. Das hat ja auch sein Gutes. Danke. Dann können wir noch ein bisschen klönen. Was ist? Das war Hajo, der sitzt in der Straßenbahn. Er hat mich mit Leni angeredet und gesagt, dass es später wird, weil er wegen des Überfalls in eine Straßensperre gekommen ist. Er wusste ganz genau, dass ich am Apparat bin, hat aber weiter so getan, als ob er mit Leni telefoniert. Da ist was oberfaul. Er konnte nicht frei reden. Und die Täter sind zu Fuß unterwegs. Scheiße. Die sitzt mit Hajo in der Straßenbahn. Welche Straßenbahn? Das krieg ich raus. Das ist keine Zeit, lang jetzt. Das ist echt. Guck mal, wer da ist. Ey! Papa! Oh, Junge, bist du schwer.
Zuerst fahren wir mit der Gondel. Ja, aber lass mich erst mal ankommen. Guten Tag, Herr Maybach. Hallo, Hertha. Ich habe Ihnen Nizza-Salat gemacht. Den essen doch die beiden Herren besonders gern. Ne? Die Salatsauce ist oben drüber. Sie brauchen nur das eine, über das andere zu kippen und schon haben Sie den Salat. Danke, Sie sind ein Engel, Hertha. Na ja, na ja, so gehen Sie nur schon. Der Ben ist ja ganz aufgeregt. Sag mal danke. Danke. Ja, ist das schon in Ordnung. Also viel Spaß, ne? Tschüss. Ja, und dann bis morgen. Ciao, Benni. Tschüss. Warte mal, Benni, warte mal. Maybach? Miguel hier. Jan, zu welcher Straßenbahnlinie hast du Hayo gebracht? Zur 2. Welche Richtung? Plagwitz, wieso? Was passiert? Psst, warte mal. Das ist die 2 nach Plagwitz. Ein Überfall auf dem Juwelierladen. 2 Täter. Hayo hat Ina angerufen und so getan, als ob er mit Leni redet. Wir vermuten, dass er mit den Flüchtigen in der Straßenbahn sitzt. Mehr wissen wir im Augenblick auch nicht. Hör zu, wir checken den Standort der Straßenbahn und ich gebe dir dann durch, wo du uns triffst, ja? Okay, ich bin gleich da. Papa, was ist jetzt? Benni, komm mal her. Komm her. Setz dich mal. Hör mal zu. Hast du in deiner Klasse schon einen besten Freund gefunden? Ja, Felix. Felix, aha. Und stell dir vor, wenn jetzt Felix in Not wäre und deine Hilfe bräuchte. Würdest du ihm dann helfen oder würdest du mit mir Gondel fahren? Mit der Gondel fahren. Ach, Benni. Gut, ihm helfen. Na, siehst du. Und ich habe nämlich auch einen guten Freund. Und der braucht jetzt meine Hilfe. Ich wusste, dass das kommt. Pass auf. Ich glaube, ich habe trotzdem eine gute Idee, die dir gefallen könnte. Und die wäre? Na, komm mal mit. Hier, komm. Absolut. Erzähl doch mal. Wie ist es dir denn so ergangen in den letzten 30 Jahren? Du wolltest doch immer zur Trasse. Ja. Und? Nach dem Studium gleich die Koffer gepackt? Ja. Ich bin Experte für Ölbrände. Ingenieur. Da bist du viel rumgekommen. Ja. Sowjetunion. Das tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Sie es sind. Sie trugen Mäntel und Kapuzen. Leni hat angerufen. Und, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit zu bekommen. Kann ich gehen? Ja. Wie geht es denn Ihrem Sohn? Nur, die Ärzte meinen, dass er durchkommen wird. Hoffen wir das Beste. Dankeschön. Tschüss. Ach, wen haben wir denn da? So, Zwergenkönig, hm? Nee, pass auf. Ich verspreche dir, am Wochenende gehen wir Gondel fahren, okay? Passen Sie bitte auf ihn auf, ja? Okay. Wie sieht's aus? Die beiden, die bei Hayo sitzen, sind wahrscheinlich die Täter. Wir vermuten, dass Hayo sie aus alten Zeiten kennt. Vielleicht hat er sie schon mal verknastet oder so. Sie haben ihn doch mit Ina telefonieren lassen. Ja, weil er sie für seine Tochter ausgegeben hat. Das würde bedeuten, dass Hayo alles weiß und nicht frei reden konnte. Fragt sich jetzt, was wissen die Täter? In jedem Fall müssen wir das SEK alarmieren. Ja, bloß bis die in Bereitschaft sind, dauert das eine Ewigkeit. Okay, was schlägst du vor? Wir heben die Sperre auf, folgen der Straßenbahn und wenn die Verdächtigen aussteigen, schlagen wir zu. Dafür müssen wir natürlich sämtliche Fahrgäste, die zusteigen wollen, von den Haltestellen runterbringen. Ja, aber das fällt doch auf, wenn alle Haltestellen plötzlich verwaist sind. Das Risiko müssen wir eben eingehen. Und wenn Sie Hayo auf die Schliche gekommen sind, ihn als Geisel haben? Tja, das sollten wir überprüfen. Nur wie? Ich schlage vor, Miguel und ich steigen als verliebtes Pärchen ein. Das ist eine geniale Idee. Okay, aber kein Zugriff. Ihr steigt ein, überprüft die Situation und steigt an der nächsten Haltestelle wieder aus. Und halt die Füße still, Miguel, ja? Mach mir nicht den Rambo. Nur Don Juan. Mit wem haben Sie denn da gerade telefoniert? Ich habe mit meiner Tochter telefoniert.
Ich kann sie doch nicht einfach so hängen lassen. Hat der Telefon irgendwas gesagt, warum hier gesperrt ist? Ja, da war ein Überfall auf dem Juwelierladen. Und die Täter sind flüchtig. Und da sitzen Sie ja einfach so, ne? Ja, ich habe heute Dienst frei. So. Gibt's eine Beschreibung von den Tätern? Ja, der eine, der hat so einen Parker an und der andere einen Ledermantel und... Und was? Eine Verletzung an der? Eine falsche Bewegung. Und hier gibt's ein Blutbad. Du Idiot! Ich muss mir doch von den Gesülzen nicht das Herz vernehmen. Machst du nicht wieder ans Einholen? Du hast es die ganze Zeit gewusst. Und telefoniert. Hast du mit deinen Kollegen? Ich habe mit meiner Tochter telefoniert. Na klar. Verarschen kann ich mich auch alleine. Komm. Komm. Der Straßenbahnfahrer soll uns aussteigen lassen. Wie willst du das machen? Ihm auch die Knarre in den Kopf halten, sodass das alles schön sehen? Der ist doch paranoid. Irgendwas läuft da. Ja, natürlich, die Straßenbahn. Die war nämlich gerade die Sperre weg. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bei der nächsten Haltestelle steigen wir aus, ja? Nein. Je weiter wir draußen sind, umso besser. Mann, du und deine Ahnung, jetzt haben wir ihn an der Backe. Dann steigt er eben mit aus. Deine Tochter wird noch eine Weile warten müssen. Nur übertreib mal nicht, es ist noch keine Straßenbahn zu sehen. Wir sind jetzt Mann und Frau. Konzentrier du dich mal auf deine Aufgabe. Was tue ich ja? Nimm die Hand von meinem Hintern. Hör mal, wir müssen glaubwürdig sein. Finger weg jetzt. Hallo, Lenny. Wie geht es meinem Vater? Das wissen wir noch nicht genau. Ina und Miguel sind gerade dabei, das rauszufinden. Was haben Sie vor? Wir müssen warten, bis die Täter aussteigen und dann zuschlagen. Und alles Menschenmögliche tun, damit Talia aus der Schusslinie gerät. Wenn wir ein bisschen Glück haben, geht die ganze Sache geräuschlos über die Bühne. Das SEK ist unterwegs. Ich hoffe, wir brauchen es nicht. Können Sie mir Gefallen tun? Dort hinten in der Seitenstraße sitzt mein Sohn Benny in dem Polizeiwagen und wartet auf mich. Können Sie sich um ihn kümmern? Ja. Danke. Und Benny, wir kriegen ihn da raus. Ich bin Leni, eine Bekannte deines Vaters. Was machst du denn gerade? Papa einen Gefallen tun. Scheint dir nicht sonderlich viel Spaß zu machen. Hör mal zu, dein Papa hat gesagt, ich soll mich um dich kümmern. Und, was machen wir? Vielleicht Lust auf ein Eis? Du? Eigentlich nicht. Ich habe richtigen Hunger. Wie wär's denn mit einem fetten Hamburger und einer Riesentüte Pommes? Das darf ich nicht. Muss Papa doch nicht erfahren. Komm. Wer sagt denn, dass das Bullen sind? Ich sag das. Ey, maledito! Ey, scheiße! Warum darf er nicht Carlos heißen? Was hat dein Vater gegen Carlos? Ey, Carlos ist ein super Name. Mein Großvater heißt Carlos und unser König heißt auch Carlos. Mein Corazon, wenn es ein Mädchen wird,
Ja, dann nennen wir sie Isabella, okay? Isabella, die Königin von Hispanien, hey, die hat Kolumbus ermöglicht, nach Amerika zu entdecken. Wie cool ist so. Dein Vater ist ein guter Mann, aber von ehrenwerten Klang vor den Namen hat er null die Bonne. Was? Null die Bonne. Das heißt doch so, weil wir keine eine Hand haben. Das heißt, versteht er nicht die Bonne, Schatz. Grüß du. Wo willst du hin? Ich geh mal nach vorne. Schon. Was willst du jetzt machen? Was? Na, mich laufen lassen, oder? Was glaubst du? Die Leute, die haben uns alle gesehen. Wenn du mich ausschaltest, werden die dich beschreiben. Im Ring, mal schnell unterwegs. Warum? Lange Geschichte. Zu Boden gegangen. Das ist meine letzte Chance. Nein, ist sie nicht. Im taktischen Bereich waren wir nie einer Meinung. Ja. Aber jetzt hatte ich deinen Weitblick im Stich gelassen, was? Die völlig durch. Das mache ich. Quatsch, die kennen uns. Jan. Ich warte nicht mehr lange! Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Verdeckaktion ist eh aufgeflogen. Ja. Komm endlich rein! Fahrt hin, lasst er weg oder ich mach sie alle! Mach keine Scheiße, komm rein! Ich bin unbewaffnet. Cool bleiben. Ganz cool. Hey, scheiß auf! Fahrt hin, lasst er weg! Genau das habe ich vor, okay? Kein Grund zur Panik. Quatsch nicht! Mach's einfach! Kein Problem. Er ist gleich weg. Das gibt's doch nicht. Guck sie an! Das ist die von gerade eben. Ich hab's doch gesagt, dass das Bullen sind. Das ist ein verdammter Mann, oder wenn sie gar nicht anders kommen. Das war eine beschissene Falle. Du Drecksack! Was soll das denn? Was soll das? Mal die Straßenbahn zurückfahren? Ja. Ist da irgendwo hinter uns eine Weiche, die uns in eine andere Richtung bringt? Circa 300 Meter hinter uns. Wie heißt da die Endstation? Südfriedhof. Und wie lange ist es bis dahin? 15 Minuten, wenn wir durchfahren. Gut, fahr zurück. Komm. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Aber eins ist sicher. Dass wir die Richtung ändern, damit rechnen die nicht. Mama! Halt die Schnauze! Petol, der soll die Frau in Ruhe lassen. Ich drücke ab. Lass ihn doch in Ruhe. Linie 2, Blackwitz. Der Verhandlungsführer der Polizei möchte mit einem der bewaffneten Männer sprechen. Muss ich da drücken? Ja. Mit wem spreche ich? Hauptkommissar Maybach. Damit wir uns gleich richtig verstehen, Maybach. Den üblichen Quatsch, von wegen meine Lage ist aussichtslos. Und ich soll die Sache nicht schlimmer machen, etc. pp. Kannst du dir schenken. Jetzt hören Sie mal zu, Nein. Du stellst jetzt deine Lausche auf. Wir wollen doch, dass alle hier heil rauskommen. Sehe ich das richtig? Ja. Dann behandle mich gefälligst wie einen intelligenten Menschen und veranstalte hier keine Psychotricks. Ist das klar? Ja. Noch so eine dumme Aktion wie gerade eben? Und wir haben eine Geisel weniger. Ist das angekommen?
Ja. Umfasst dein Sprachschatz noch was anderes als ja, Maybach? Ist angekommen. Gut. Wir wollen Hubschrauber in 10 Minuten, verstanden? Jetzt reiß dich endlich zusammen. Ich will Hubschrauber! Dann tackert dir doch gleich eine Zielscheibe an den Arsch. Pass auf die Leute auf und überlass die Verhandlung mir. Maybach? Ja? Das mit dem Hubschrauber kannst du vergessen. Wie du sicherlich schon bemerkt hast, fahren wir jetzt rückwärts. Wir nehmen eine andere Route. Unsere neue Endstation heißt Südfriedhof. Und jetzt pass auf. Da wartet ein Bus auf uns. Und dieser Bus fährt parallel zum Ausstieg der Straßenbahn heran. Und zwar so dicht, dass ich mir eine Fliege ihren Arsch durchkriegt. Hast du das kapiert? Okay, ich werde dafür sorgen, dass ein Bus bereitsteht. In 15 Minuten steht der Bus da. Im Moment, in 15 Minuten schaffe ich das nicht. Ja, das musst du verantworten. Wenn wir da ankommen und es steht kein Bus da, kannst du die erste Geisel gleich am Südfriedhof begraben. Kann ich mit Trotzke sprechen? Ach, man kennt sich. Keine Tricks. Trotzke. Wie geht's dir? Ich bin okay. Übrigens, Malma. Du kannst dir sicherlich denken, wer die erste Geisel sein wird. Ja. Gut. Also, Südfriedhof, ein Bus in 15 Minuten. Station Südfriedhof. Dort wartet ein Bus auf uns, in dem wir umsteigen werden. Wenn ihr ruhig bleibt, passiert nichts. Bitte lassen Sie wenigstens meinen Sohn aussteigen. Tut mir leid, das geht nicht. Verdammt nochmal, Petzold, das ist ein Kind! Halt es endlich die Schnauze! Komm auf, Schau! Bitte, ich flehe Sie an, lassen Sie ihn aussteigen! Setzen Sie sich hin! Bitte. Maybach! Wie heißt die Blonde, die den Spüllaster weggefahren hat? Nina Zimmermann. Ich will, dass die Zimmermann den Bus fährt. Was ist? Ich hab verstanden, Zimmermann fährt den Bus. Es wird folgendermaßen vonstatten gehen. Wenn wir ankommen, steht Zimmermann da. Mein Kollege wird aussteigen und sie filzen. Zimmermann geht dann wieder in den Bus und fährt den Bus so dicht heran, dass wir wechseln können. Hast du das verstanden? Ja, ich hab verstanden. Schön. Und Sie haben mir diese ganze Scheiße zu verdanken! Geh nach vorn und pass auf den Fahrer. Komm, geh nach vorn! Geh nach vorn! Und? Gefällt dir dein Job als Bulle? Gefällt dir deiner? Was soll die Scheiße? Durchfahren! Weißt du, dass ich dich früher immer sehr bewundert habe? Du warst der Klügste von uns allen. Der Einzige, der studiert hat. Und jetzt nimmst du Frauen und Kinder als Geiseln. Das passt nicht zu dir. Verdammt nochmal, Petzold. Du bist doch intelligent genug, um zu wissen, was aus der Schoße hier wird. Willst du es wirklich drauf ankommen lassen? Gib dir keine Mühe. Willst du das wirklich verantworten? Kinder in der Schusslinie. Petzold. Du bist der Professor und keiner der... Einer dieser feigen Geiselnehmer. Du quatsch doch nicht so viel. Ist zu spät. Ist nicht zu spät. Blödsinn. Ist nie zu spät. Wir sind gleich da. Komm. Los, darüber. Mach schon. Die Hände an die Tonne.
zum Bus. Ganz ruhig. Schöne Krawatte. Ja, finde ich auch. Weißt du was, Isabella finde ich okay, aber Carlos nicht. Och, weißt du, wir können uns das auch noch nach der Hochzeit überlegen. Ne? Ja, da träumst du von. Aber egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ich würde es Miguel nennen. Miguel? Das ist ein schöner Name. Ja, so viel zum Thema Eitelkeit. Du, ich muss mir ja langsam was einbilden, so wie du mit mir rumgeknutscht hast in der Straßenbahn. Rumgeknutscht? Ja. Also beim nächsten Einsatz zeige ich dir mal, wie das richtig geht. Das merke ich mir. So. Oh, danke schön. So, und weil du so schön brav warst, darfst du dir was wünschen. Cool. Wie wär's mit Essen gehen? Du hast doch bestimmt einen Riesenhunger. Nö, eigentlich nicht. Wir wären Kino lieber. Kino? Gut, aber vorher muss ich nach dem Essen. Ich weiß, dass es richtig einen guten Hamburger gibt und... Hamburger? Hast du etwa auch Cola getrunken? Mhm. Und wie wär's denn eigentlich jetzt mit Anstoß? Wir zwei sprechen uns noch. Ja. So, dann mal. Ja, auf. Ja, auf den Preis für investigativen Nachwuchs. Und auf die reife Früchtchen, ne? Prost. Sag mal, ist das.
Tapas Express. Schon wieder Spanisch. Ey, nur vom Feinsten. Papas fritas, Tomaten, Oliven, Ensalada. Gib mir mal den Salat, das wird mir sonst zu fett. Zu fett? Hör mal, das ist die Küche meiner Heimat, das ist nicht zu fett, ja? Das ist Olivenöl. Na, dann achte mal auf deine Hüften, du hast ganz schön zugelegt. Findest du? Wo ist eigentlich Jan? In der Gerichtsmedizin. Sag mal, könnte ich vielleicht den Salat haben? Nee, wo ist Hajo? Mahlzeit. Wenn man vom Chef spricht. Ja. Ist jemand gestorben? Es muss nicht gleich jemand gestorben sein, wenn man Krawatte und Anzug trägt. Leni hat heute einen besonderen Tag. Sie bekommt den PIN. Den Preis für investigativen Nachwuchsjournalismus. Da kann der Papa nicht mit Lederjacke und Jeans erscheinen. Hat Leni die Krawatte ausgesucht? Nee, ich. Darf ich was sagen? Nee, darfst du nicht. Bisschen poppig. Und tschüss. Wie alt ist das Häschen eigentlich? Vergiss es. Viel zu reif für dich. Eine reife Frucht schmeckt am besten. Erfahrung. Sag mal, hast du den Anzug aus der Reinigung geholt? Hab ich. Ich werde da sein, kannst dich drauf verlassen. Mit der Straßenbahn. Ein bisschen feiern wird dort drin sein. Oder sind deine Freunde alles politisch korrekte Mineralwassertrinker? Na, das beruhigt mich ja. Bis dann. Tschüss. Sag bloß nicht, dass was reingekommen ist. Das würde mir gar nicht in den Kram passen. Mir auch nicht. Ich würde gern früher gehen. Ich habe Benny versprochen, mit ihm heute Bötchen zu fahren. Sag mal, du hast doch Geschmack. Wie findest du die? Hm? Ist okay. Was heißt denn, ist okay? Naja, passt schon. Und wenn geballert wird, nur in die Luft. Ist das klar? Komm her. Zur Haltestelle fahren. Du musst du nicht sofort zu Benny? Das liegt auf dem Weg. Außerdem ist Hertha bei ihm. Wie kommt er denn mit eurer Haushälterin zurecht? Super. Er ist ein Leipziger Original. Die hat Benny und mich voll im Griff. Sicher auch nötig bei euch beiden.
So. Na? Wie sehe ich aus? Ja, dann. Dann gehen wir mal. Soweit. Ich stelle mir das schwer vor. Berufstätiger Mann mit Kind. Ach komm, Frauen schaffen das auch. Außerdem hattest du es nicht ähnlich mit Leni? Wieso? Naja, ich dachte nur wegen deiner Frau. Ach so, ja. Petra starb, als Leni schon aus dem Gröbsten raus war. Schau mal ins Handschuhfach da unten rechts. Rechts? Ja, ich weiß, wo rechts ist. Die rechte, die könnte passen. Ja, und wozu zwei? Naja, die eine für die eher dunklen Jackets und die andere für die eher hellen. Ich find's rührend, dass Hajo sich für Leni so schick macht. Na, stimmt. So viel Mühe habe ich mir noch nie mit dem Date gemacht. Was? Du kommst ja schon im Präsidium an keinem Spiegel vorbei, ohne dich ausgiebig zu betrachten. Moment mal. Also du meinst, ich bin eitel? Na, das ist doch schon Präsidiumsgespräch. Was? Zum Beispiel morgens im Auto. Was im Auto? Na, wie du stundenlang vom Rückspiegel deine Frisur und deinen Kragen checkst. Hör mal. Alvarez? Ja? Einen Moment bitte. Bewaffneter Raubüberfall, ein Juwelier am alten Markt, Schusswaffengebrauch und es gibt einen Schwerverletzten. Zimmermann? Ja, ich übernehme die Fahndungsleitung. Ich brauche eine Totalabsperrung und lösen Sie sofort Ringfahndung aus. Ich fahre jetzt zum Tatort. Ich bin über Leipzig 2001 zu erreichen. Okay, gut. Auf geht's. Lass mal Drautschke in Ruhe? Ja, der soll feiern. Wir werden das Kind schon schauen. Zieh den Mantel aus. Scheiße, was hast du da? Komm weiter! Wir nehmen die Bahn. Was? Du hast sie doch nicht mehr. Zu Fuß kommen wir nicht weit. Thank you.
Ich kann das immer nicht. Früher hat das meine Frau gemacht. Ja, und jetzt macht's Leni. Nee, ich trag diese Dinger nicht. Nur heute, ausnahmsweise. Sag mal, kann ich dich mal was Persönliches fragen? Ja. Hast du dich in der Zwischenzeit eigentlich mal wieder verliebt? Oh, Scheiße. Jetzt habe ich auch die Brieftasche vergessen. Jetzt musst du mir Geld leihen. Ach, du. Den sehe ich auch nicht wieder, oder? Quatsch, danke. Die Bahn. Tschüss. Tank, nach Plagwitz bitte. 3,45. Sie wissen aber schon, dass das hier eine Straßenbahn ist und keine Wechselstube. Ja, tut mir leid, ich hab's nicht anders. Halt! Mensch, die Blumen! Das hätte noch gefehlt, danke. Ihre Fahrscheine bitte. Wir waren so in Eile. Wir haben völlig verschwitzt, die Fahrkarten zu lösen. So, da muss ich von Ihnen eine erhöhte Beförderungsgebühr in Höhe von 60 Mark erheben. Ja. Pro Person. Aber natürlich. Herr Dams Senior sitzt noch drin und wird vom Notarzt behandelt. Ich rede mal mit dem Vater. Herr Dams? Herr Dams? Zimmermann, Soko Leipzig. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Fragen Sie. Okay. Was hatten die Täter an? Der Kleine von beiden, der geschossen hat, trug einen Ledermantel. Klaus. Zimmermann? Hallo Leni, ich bin's. Ich muss dir leider sagen, dass es etwas später wird. Da war ein Überfall und hier ist alles abgesperrt. Hajo, ich bin's, Ina. Ich weiß, Leni, aber was soll ich machen? Die lassen niemanden aus der Straßenbahn. Hajo, was ist los? Kannst du nicht reden? So ist es, aber ich tue mein Bestes. Hat das was mit dem Überfall auf den Juwelierladen zu tun? Ja, natürlich. Verlass dich drauf. Ich werde dich doch an deinem großen Tag nicht im Stich lassen, oder? Halt die Ohren steif. Du auch? Nein. Ich hab's mir anders überlegt. Das hat ja auch sein Gutes. Danke. Dann können wir noch ein bisschen klönen. Was ist? Das war Hajo, der sitzt in der Straßenbahn. Er hat mich mit Leni angeredet und gesagt, dass es später wird, weil er wegen des Überfalls in eine Straßensperre gekommen ist. Er wusste ganz genau, dass ich am Apparat bin, hat aber weiter so getan, als ob er mit Leni telefoniert. Da ist was oberfaul. Er konnte nicht frei reden. Und die Täter sind zu Fuß unterwegs. Scheiße. Die sitzt mit Hajo in der Straßenbahn. Welche Straßenbahn? Das krieg ich raus. Keine Zeit, lass mal jetzt. Das ist echt. Guck mal, wer da ist. Ey! Papa! Oh, Junge, bist du schwer. Zuerst fahren wir mit der Gondel. Ja, aber lass mich erst mal ankommen. Guten Tag, Herr Maybach. Hallo, Hertha. Ich habe Ihnen Nizza-Salat gemacht. Den essen doch die beiden Herren besonders gern, ne? Die Salatsauce ist oben drüber. Sie brauchen nur das eine, wird das andere zu kippen und schon haben Sie den Salat. Danke, Sie sind ein Engel, Hertha. Ja, so gehen Sie nur schon. Der Benny ist ja ganz aufgeregt. Sag mal danke. Danke. Ja, ist das schon in Ordnung. Also viel Spaß, ne? Tschüss. Ja, und dann bis morgen. Ciao, Benny. Tschüss. Warte mal, Benny, warte mal. Maybach? Miguel hier. Jan, zu welcher Straßenbahnlinie hast du Hajo gebracht? Zur 2. Welche Richtung? Plagwitz. Wieso? Was passiert? Papa! Psst, warte mal. Das ist die 2 nach Plagwitz. Ein Überfall auf dem Juwelierladen. 2 Täter. Hajo hat Ina angerufen und so getan, als ob er mit Leni redet. Wir vermuten, dass er mit den Flüchtigen in der Straßenbahn sitzt. Mehr wissen wir im Augenblick auch nicht.
checken den Standort der Straßenbahn und ich gebe dir dann durch, wo du uns triffst, ja? Okay, ich bin gleich da. Papa, was ist jetzt? Benni, komm mal her. Komm her. Setz dich mal. Hör mal zu. Hast du in deiner Klasse schon einen besten Freund gefunden? Ja, Felix. Felix, aha. Und stell dir vor, wenn jetzt Felix in Not wäre und deine Hilfe bräuchte. Würdest du ihm dann helfen oder würdest du mit einer Gondel fahren? Mit der Gondel fahren. Och, Benni. Gut, ihm helfen. Na, siehst du. Und ich habe nämlich auch einen guten Freund. Und der braucht jetzt meine Hilfe. Ich wusste, dass das kommt. Pass auf. Ich glaube, ich habe trotzdem eine gute Idee, die dir gefallen könnte. Und die wäre? Na, komm mal mit. Hier, komm. Absolut. Erzähl doch mal. Wie ist es dir denn so ergangen in den letzten 30 Jahren? Du wolltest doch immer zur Trasse. Ja. Und? Nach dem Studium gleich die Koffer gepackt? Ja. Ich bin Experte für Ölbrände. Ingenieur. Da bist du viel rumgekommen. Ja. Sowjetunion. Das tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob Sie es sind. Sie trugen Mäntel und Kapuzen. Leni hat angerufen. Und, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit zu bekommen. Kann ich gehen? Ja. Wie geht es denn Ihrem Sohn? Nur, die Ärzte meinen, dass er durchkommen wird. Hoffen wir das Beste. Danke. Scheiße, was hast du da? Komm weiter! Wir nehmen die Bahn. Was? Du hast sie doch nicht mehr. Zu Fuß kommen wir nicht weit. Komm. Früher hat das meine Frau gemacht. Ja, und jetzt muss Leni. Nee, ich trage diese Dinger nicht. Nur heute, ausnahmsweise. Sag mal, kann ich dich mal was Persönliches fragen? Ja. Hast du dich in der Zwischenzeit eigentlich mal wieder verliebt? Oh, Scheiße. Jetzt habe ich auch die Brieftasche vergessen. Jetzt musst du mir Geld leihen. Ach, du. Den sehe ich auch nicht wieder, oder? Quatsch, danke. Die Bahn. Tschüss. Tank, nach Plagwitz bitte. 3,45 Mark. Sie wissen aber schon, dass das hier eine Straßenbahn ist und keine Wechselstube. Ja, tut mir leid, ich hab's nicht anders. Halt! Mensch, die Blumen! Das hätte noch gefehlt, danke. Thank you.
Ihre Fahrscheine, bitte. Tut mir wirklich leid, aber wir waren so in Eile. Wir haben völlig verschwitzt, die Fahrkarten zu lösen. So, da muss ich von Ihnen eine erhöhte Beförderungsgebühr in Höhe von 60 Mark erheben. Ja. Pro Person. Aber natürlich. Herr Dams Senior sitzt noch drin und wird vom Notarzt behandelt. Ich rede mal mit dem Vater. Herr Dams, Zimmermann, Soko Leipzig, kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Fragen Sie. Okay. Was hatten die Täter an? Der kleine von beiden, der geschossen hat, trug einen Ledermantel, schwarz. Der andere etwas größer, einen grünlichen Parker. Und worin haben Sie die Beute verstaut? In einer Tüte. Nein, Tasche. Aus Leder. Welche Farbe? Schwarz. Fällt Ihnen vielleicht sonst noch irgendwas ein? Mhm. Danke. Ach ja, der geschossen hat, muss sich die Hand verletzt haben. Aha, welche? Die linke. Er hat sich wohl an der Vitrine geschnitten. Okay, das war's erstmal. Vielen Dank. Mhm. Halten Sie mich auf dem Laufenden. So, Ihre Quittung. Danke. Ey, nur vom Feinsten. Papas Fritas, Tomaten, Oliven, Ensalada. Gib mir mal den Salat, das wird mir sonst zu fett. Zu fett? Hör mal, das ist die Küche meiner Heimat, das ist nicht zu fett, ja? Das ist Olivenöl. Na, dann achte mal auf deine Hüften, du hast ganz schön zugelegt. Findest du? Wo ist eigentlich Jan? In die Gerichtsmedizin. Sag mal, könnte ich vielleicht den Salat haben? Nee, wo ist Hajo? Mahlzeit. Wenn man vom Chef spricht. Deiner? Ja. Ist jemand gestorben? Es muss nicht gleich jemand gestorben sein, wenn man Krawatte und Anzug trägt. Leni hat heute einen besonderen Tag. Sie bekommt den PIN. Den Preis für investigativen Nachwuchsjournalismus. Dann kann der Papa nicht mit Lederjacke und Jeans erscheinen. Hat Leni die Krawatte ausgesucht? Nee, ich. Darf ich was sagen? Nee, darfst du nicht. Bisschen poppig. Und tschüss. Wie alt ist das Häschen eigentlich? Vergiss es. Viel zu reif für dich. Eine reife Frucht schmeckt am besten. Thank you.
vergisst. Was heißt denn hier misstrauische Erfahrung? Sag mal, hast du den Anzug aus der Reinigung geholt? Hab ich. Ich werde da sein, kannst dich drauf verlassen. Mit der Straßenbahn. Ein bisschen feiern wird dort drin sein. Oder sind deine Freunde alles politisch korrekte Mineralwassertrinker? Na, das beruhigt mich ja. Bis dann. Tschüss. Sag bloß nicht, dass was reingekommen ist. Das würde mir gar nicht in den Kram passen. Mir auch nicht. Ich würde gern früher gehen. Ich habe Benny versprochen, mit ihm heute Bötchen zu fahren. Sag mal, du hast doch Geschmack. Wie findest du die? Ist okay. Was heißt denn, ist okay? Naja, passt schon. Okay. Und wenn geballert wird, nur in die Luft. Ist das klar? Petzold? Matthias Petzold. Ja. Was? Nein. Hallo. Gib's nicht. Das ist ja ein Hammer. Wie lange ist das her? 30 Jahre? Ach, was, 35? Hallo Trautschke, Sportkollege. Früher im selben Verein geboxt. Wolfgang. Arbeitskollegin. Tag. Oh, haben Sie sich verletzt? Das ist nur ein Kratzer. Der Professor. Wir nannten ihn mal den Professor. Ja. Dachte immer vier Schläge voraus. Ließ die anderen sich müde boxen. Wenn keiner mehr mit ihm gerechnet hat, da tauchte er plötzlich wieder auf. Wie heute. Bist du in der Versicherungsbranche tätig? Nein. Meine Tochter kriegt einen Journalistenpreis. Sind viele wichtige Leute da. Tochter hast du auch? Ja. Leni heißt sie. Und du? Naja, weißt ja, ich war nie auf Familie abonniert. Sag mal, wohnst du hier? Wollen wir uns nicht mal treffen, Bier trinken, in alten Zeiten quatschen? Ich bin nur auf der Durchreise, leider. Und, was machst du so beruflich? Polizist. Bulle. Ina. In der Max-Beckmann-Straße sind zwei Männer gesehen worden, auf die unsere Beschreibung passt. Parker und Leermantel. Ja, die waren zu Fuß unterwegs? Ja. Sag mal, würdest du, wenn du so eine dicke Nummer durchziehst, zu Fuß flüchten? Naja, vielleicht hatten sie kein Geld für ein Auto. Vielleicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie weiter weggeparkt. Damit es dann auch schön viele Zeugen gibt, die sehen, wie sie zu ihrem Auto rennen? Würdest du das machen? Vielleicht Dilettanten. Ich meine, heutzutage ist es schwer, gutes Personal zu bekommen, ne? Komm mal mit. Was ist denn los? Probieren wir, ob einer offen ist. Ina! Wusstest du das? Weil ich einfach wahnsinnig klug bin. Tja, so bin ich dann zur Polizei gekommen. Absolut. Ich guck mal, was da los ist. Liebe Fahrgäste, gedulden Sie sich einen Moment. Es geht gleich weiter. Scheiße. Ruhig bleiben. Und das ist wegen uns. Verliere jetzt nicht den Kopf. Was ist denn da los? Straßensperre. Ist da eine Meldung durchgekommen? Kriminalhauptkommissar Trautschke. Ich würde gerne den Grund für die Absperrung erfahren. Zwei Leute haben Juwelierladen überfallen am alten Markt. Ist da eine Täterbeschreibung durchgekommen? Der eine trug einen Ledermantel, der andere einen Parker und einer hat eine Schnittwunde an der Hand.
der Linken? Ja. Sie machen jetzt Folgendes. Sie öffnen die Türen und lassen alle raus. Das ist nicht erlaubt. Fahrgäste dürfen nur an den dafür vorgesehenen Haltestellen aussteigen. Das ist ein Notfall. Öffnen Sie die Türen. Jetzt möchte ich doch mal bitte einen Ausweis sehen. Bitte öffnen Sie die Türen. Wenn Sie sich ausweisen. Hören Sie, ich habe meinen Ausweis im Büro vergessen. Also jetzt machen Sie keine Umstände und öffnen die Türen. So läuft der Hase. Eine Extrawurst. Sie bleiben hier drin, wie die anderen auch. Da können Sie noch so feinen Anzug tragen. Was quatscht denn mit dem so lang? Der hat was gemerkt. Mach jetzt nicht die Pferde scheu. So geht's. Kann ich mal bitte Ihr Telefon haben? Sie sehen doch, dass ich telefoniere. Sie können gerne meins haben. Danke. Mach endlich was! Na, ich habe das Kennzeichen überprüft. Wagen ist geklaut. Zur Haltestelle fahren. Du musst ja nicht sofort zu Benny? Das liegt auf dem Weg. Außerdem ist Hertha bei ihm. Wie kommt er denn mit eurer Haushälterin zurecht? Super. Er ist ein Leipziger Original. Die hat Benny und mich voll im Griff. Das ist ja auch nötig bei euch beiden. So. Na? Wie sehe ich aus? Ja, dann. Dann gehen wir mal. Ich stelle mir das schwer vor. Berufstätiger Mann mit Kind. Ach komm, Frauen schaffen das auch. Außerdem hattest du es nicht ähnlich mit Leni? Wieso? Naja, ich dachte nur wegen deiner Frau. Ach so, ja. Petra starb, als Leni schon aus dem Krebsen raus war. Schau mal ins Handschuhfach da unten rechts. Rechts? Ja, ich weiß, wo rechts ist. Die rechte, die könnte passen. Ja, und wozu zwei? Naja, die eine für die eher dunklen Jackets und die andere für die eher hellen. Ich find's rührend, dass Hajo sich für Leni so schick macht. Na, stimmt. So viel Mühe habe ich mir noch nie mit dem Date gemacht. Was? Du kommst ja schon im Präsidium an keinem Spiegel vorbei, ohne dich ausgiebig zu betrachten. Moment mal. Also du meinst, ich bin eitel? Na, das ist doch schon Präsidiumsgespräch. Was? Zum Beispiel morgens im Auto. Was im Auto?
Na, wie du stundenlang vom Rückspiegel deine Frisur und deinen Kragen checkst. Immer. Alvarez? Ja? Einen Moment, bitte. Bewaffneter Raubüberfall, ein Juwelier am alten Markt, Schusswaffengebrauch und es gibt einen Schwerverletzten. Zimmermann? Ja, ich übernehme die Fahndungsleitung. Ich brauche eine Totalabsperrung und lösen Sie sofort Ringfahndung aus. Ich fahre jetzt zum Tatort. Ich bin über Leipzig 2001 zu erreichen. Okay, gut. Auf geht's. Lass mal Drauschke in Ruhe? Ja, der soll feiern. Wir werden das Kind schon schauen. Zieh den Mantel aus.